Sucht oder Genuss? So definiere ich den Umgang mit Alkohol. Ich bin darum schnackerfackredlich und allsonntaglich komme ich zu dir ins Wohnzimmer und behandle ein Thema um Spirituosen. Insbesondere Rum, aber auch Whisky, Gin und andere Leckereien können sich hierher verirren. Sonntags um 18.40 Uhr geht immer das neue Video an den Start. Und heute kümmere ich mich um Sucht, um Alkoholmissbrauch. Aber wie kommt das eigentlich? Soll ich doch positiv euch zeigen, wie Spirituosen schmecken? Denn das ist immer mein Ziel. Aber ich wurde mehrfach gefragt auf Instagram, auf TikTok und auch auf YouTube, lieber keinen Alkohol trinken. Das ist Aufforderung zum Missbrauch und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich mir gedacht, werde ich einfach mal meine Gedanken dazu äußern, wie ich denke, wie sich Missbrauch, Konsum von Alkohol, von Spirituosen, von Rum, Whisky, Gin definiert, was ich finde, was es ist und natürlich auch, was allgemein unter Alkoholismus, ja, zu verstehen ist. Schnapp dir was zu trinken, ein Wässerchen, was auch immer, oder mach's dir anders gemütlich. Und dann wollen wir einfach mal heute einsteigen. Am besten keinen Alkohol trinken. Alkohol ist Teufelszeug. Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Das will ich alles nicht abstreiten. Doch ich finde am Ende als Kernaussage, die Dosis macht das Gift. Wenn wir uns auf den Alkohol beschränken und mal schauen, was haben wir, dann haben wir natürlich letztlich ein Nervengift, eine toxische Substanz. Und ja, förderlich ist Alkohol nicht, obwohl es wird immer wieder gesagt, Wein zu trinken, ich sag mal 250 Milliliter oder was da die Angabe ist, täglich kann für Gesundheit sorgen. Und ich glaube auch, dass wenn Alkohol in einem gewissen Maße konsumiert wird und die offiziellen Richtlinien sind 24 Milligramm bei Männern am Tag, 12 bei Frauen am Tag und man soll das nicht mehr als 5 Tage am Stück machen. Wenn man 2 Tage Pause macht, ist man kein Alkoholiker. Und dann wollen wir mal schauen, wie definiert sich überhaupt ein Alkoholiker? Da heißt es, wer seinen Alkoholkonsum nur bedingt kontrollieren kann. Ab wann kann man denn seinen Alkohol bedingt, seinen Genuss bedingt kontrollieren? Mir fällt da immer eine Geschichte ein, wie ich das ganz persönlich mit mir ausmache, wann ist man auf dem Weg oder bereits abhängig und wann ist der Genuss im Vordergrund. Da erzähle ich auch auf meinen Live-Tastings immer wieder diese Geschichte, 2 verschiedene Perspektiven, 2 Möglichkeiten und du kannst raten, von welcher ich denke, dass sie den Suchtgedanken ganz weit nach vorne treiben. Du kommst nach Hause von der Arbeit, kommst nach Hause, begrüßt deinen Schatz zu Hause, setzt dich aufs Sofa, spannst erstmal einen Augenblick ab. Dann sagst du, Mensch, lass mal schnacken, wie war dein Tag, wie war mein Tag? Und dann sitzt ihr zusammen auf dem Sofa und schnackt 30, 45 Minuten. Und dann kommt dir ein Gedanke, der böse Alkohol, sollen wir nicht einen schönen Rum oder Whisky oder Gin zusammen trinken? Und dein Schatz sagt, ja, gerne. Und dann füllt ihr euch einen schönen Rum, einen schönen Whisky ein, einen Dram und genießt das. Trinkt das lecker. So, das war Geschichte Nummer 1. So, Geschichte Nummer 2. Du kommst nach Hause, dein Schatz ist in der Küche. Du gehst zu deinem Schatz und lass uns einen schönen Rum oder einen Whisky trinken. Und dann geht ihr ins Wohnzimmer, trinkt einen schönen Rum, einen schönen Whisky. Halbe Stunde später sagst du, komm, lass uns mal über den Tag reden. Und ihr redet miteinander. Schön den Rum genossen. Lecker. Und welcher von beiden ist auf dem Weg zur Sucht? Und, was denkst du? In meinen Augen ist
Nummer 1 nicht auf dem Weg zur Sucht, sondern Nummer 2. Und wie kommt das? Ganz einfach. Nummer 1 kommt nach Hause, begrüßt seinen Schatz. Und die beiden reden miteinander. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ganz gemütlich. Bringen sich runter, tauschen den Tag aus. Und dann kommt einer von beiden auf die Idee, lass uns doch zusammen, gemeinsam einen schönen Rum genießen. Die beiden sind runtergekommen und dann nehmen sie ein Glas Rum, Whisky und genießen das. Sie haben Zeit. Sie haben es nicht eilig gehabt, sondern sie haben eine halbe, dreiviertel Stunde, sie haben sich erstmal runtergefahren. Und jetzt kommen wir zur zweiten Geschichte. Hier kommt er nach Hause, dein Schatz wartet und dann schnappt ihr euch einen Rum, einen Whisky und währenddessen fährt der Alkohol dich runter. Du betäubst dich eigentlich mit dem Alkohol. Und erst danach bist du bereit, in den Austausch zu gehen, vielleicht auch schon währenddessen. Aber ganz ehrlich, du nutzt den Alkohol, um dich runterzufahren. Das ist ganz oft, was ich lese, was ich erlebe mit Menschen, die mit dem Begriff Genuss nicht wirklich etwas anfangen können. Oder anders gesagt, Genuss ganz anders definieren. Ich erlebe das immer wieder in meinem Umfeld. Grillen, da wird der Nacken auf den Grill geschmissen, da wird viel gegessen, da wird das Bier aufgerissen, ein Köpi, ein Krombacher, möglichst so einfache Biere, dann wird 3-4 Stücke Fleisch gegessen, nichts anderes, wenig Gemüse, dann kommt schon mal die erste Mischung auf den Tisch, bei uns hier im Norden, Cola Korn oder was auch immer. Und da kannst du an diesem Verhalten, für die sagen, das ist totaler Genuss, das ist total entspannend. Ja, die nehmen den Alkohol, die nehmen diese Masse an Essen, will ich, darf er machen, also darfst du machen, wenn du das so machst. Aber das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts mit Genuss zu tun. Denn du benutzt das alles, dieses Vollgefressen, dieses sich Vollessen, dieses sich mit Alkohol betäuben, runterfahren, damit du in den Zustand der Ruhe kommst. Eigentlich fängt Genuss erst da an. Aber für dich ist der Genuss dann erreicht durch die Betäubung, weil du von deinem Alltag, von deinem Geschäftsleben, von was auch immer, eigentlich überladen bist und dich gar nicht wirklich anders runterfahren kannst. Du musst schon ein Bierchen trinken, du musst schon dieses Essen machen, damit du Sättigungsgefühl hast, damit das alles dich runterbringt, ohne dass du es alleine kannst. Ich will es jetzt nicht sagen, dass es nur so ist, aber ich will sagen, das sind Anzeichen dafür. Aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, wenn der Weg in die Sucht geht, wenn der Weg in den Missbrauch geht, du darfst das trotzdem machen und das ist sicherlich ein ganz dehnbarer Begriff, eine ganz dehnbare Grenze, die hier über Alkoholmissbrauch entscheidet. Das ist nur meine persönliche Sicht der Dinge, zu erkennen, wann nimmt jemand Alkohol, um sich zu betäuben, runterzufahren und empfindet das als Genuss, weil er sich quasi in einen Rauschzustand versetzt und das tägliche Leben ausblendet, wegschiebt, nicht mehr an sich ranlässt und dann sagt er, oh, endlich ist es still, so übertrieben oder überzeichnet dargestellt, oh, endlich ist es still, jetzt empfinde ich Genuss und denkt, dass das, was er gemacht hat, Genuss ist. Wenn du in meinen Augen echten Genuss erlebst, funktioniert das anders. Du musst dich erst runterfahren. Du musst dich erst verdammt nochmal runterfahren, damit du überhaupt in den Zustand Genuss kommen kannst. Denn aus meiner Sicht bei purem Genuss geht es nie um Menge und geht es nicht um viel, sondern es geht um vor allem mächtig Aroma, mächtig Geschmack in einer möglichst langen Zeit, also das Ganze möglichst hinauszögern. Ja, man trinkt dann auch mal einen Schluck, aber man unterhält sich vielleicht sogar darüber. Man genießt das mit Freunden, die vielleicht auch diesen Genuss haben wollen. Und dann sitzt man am Tisch, sei es Essen, sei es Spirituosen, sei es ein Rum, sei es ein Whisky, was auch immer, selbst
Urlaubsfotos oder so gemeinsam mit Genuss schauen ist erst möglich, wenn du runtergefahren bist, nicht zwischendurch. Wenn der eine noch so hippelig ist und ständig mit dem Handy guckt, aufs Handy guckt, dann wird das mit dem Genuss nichts. Das ist eine Unterbrechung, das ist eine Befriedigung der Langeweile, nichts anderes. Genuss ist, wenn du achtsam, wenn du spazieren gehst und das aufsaugst, dann empfindest du Genuss. Natur anschauen, ans Wasser, nicht ständig aufs Handy glotzen, sondern einfach aufsaugen. Das ist Genuss, mit in einer langen Zeit etwas erleben, ohne dass man es eilig hat, ohne Zeitdruck. Das ist Genuss. Nur so kannst du überhaupt das Riechen von einem Rum, von einem Whisky, kannst du das überhaupt erleben. Wenn du das aussparst, dann bist du nicht dort. Wenn das darum geht, nur schnell, 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 komm, mach mal den nächsten, wir haben ja 7 Rums, ich will die mal probieren, zack, zack, zack. Ja, so funktioniert ein Spirituosenwettbewerb. Zack, mal eben 10 Spirituosen durchprobieren. Das hat aber nichts mit Genuss zu tun, tatsächlich. Das ist Arbeit. Ja. Zack, 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 zack. Ist nicht das gleiche Erlebnis. Und überleg mal an Rituale, wo Menschen sich Rum oder Whisky einschenken, der, ich sag mal, 30 Minuten atmet, einschenken, Pause machen, weggehen, wiederkommen, oh, das ganze Duft. Wohnzimmer duftet nach Rum, duftet nach einem Jamaika Rum und entsprechend kommt dann erst der Genuss zum Tragen, weil man Zeit hat. Man ist nicht in Zeitnot. Das ist Genuss. Das ist der große Unterschied für mich in der Bezeichnung Alkoholmissbrauch und Genuss. Also schauen wir nochmal auf die offizielle Seite. Wer seinen Alkoholgenuss nur bedingt kontrollieren kann, wer körperliche Begleiterscheinungen entwickelt, und wenn sich die Gedanken zunehmend um den Alkohol drehen, dann ist man definiert Alkoholiker. Ich sage immer, ja, meine Gedanken drehen sich auch viel um Alkohol. Aber nicht um den Alkohol selbst, sondern um den Geschmack. Was kann der? Mit wem ist er vergleichbar? Wo kommt er her? Was finde ich als Besonderes? Für wen ist der geeignet? Wer trinkt ihn? Einsteiger, Fortgeschritten, Experten? Wo ist der einzusortieren? Kann ich mir das Geschmacksbild einprägen? Kann ich mir einprägen die 2, 3 Hauptnoten? Und kann ich sie in meiner Matrix abstellen und denken, aha, welcher Rum könnte noch dazu passen? Wenn du diesen magst, welchen magst du dann? Und ich stelle fest, wenn ich so denke, das hat wenig mit Sucht zu tun. Das hat etwas mit Erleben zu tun, mit Geschmack erleben zu tun. Das schönste Gaumenerlebnis, Nasenerlebnis, Sensorikerlebnis für Rum, Whisky und andere Leckereien zu erleben, zu entdecken, Neues zu entdecken, mit Freunden austauschen darüber, was schmeckst du, wie erlebst du das und so weiter und so fort. Kann es mal passieren, dass man einen zu viel trinkt? Ja, kann. Mit dem kleinen Unterschied ist es nie das Ziel. Es ist nicht das Ziel zu sagen, ich baller mir einen weg. Oder es geht jetzt nur um diesen Rauschzustand, sondern es geht um das häufig gemeinsame Erleben. Nicht differenziert erleben, gemeinsam erleben. Wenn du Alkoholgenuss, wenn du Rumgenuss, wenn du Whiskygenuss teilst, das verdoppelt sich wie Glück. Das ist wie Glück. Wenn du dir 3, 4, 5, 6 Bier reinmähst, Krombacher, das eh keinen Geschmack hat, dann hat das auch in meinen Augen wenig mit Genuss zu tun, wenig mit Teilen zu tun und wenig mit Vervielfältigung von Glück. Kannst du anderer Meinung sein, ich meine es auch gar nicht so abwertend. Wir haben alle mal so einen Tag, wo es mal schief gehen kann, wir haben alle mal so einen Tag, wo man das einfach mal so macht. Wichtig ist natürlich, dass man das nicht ständig als Ausflucht benutzt, ständig als Regelmäßigkeit betreibt, wo es nur darum geht, ja, jetzt einen zu trinken. Ja, so, viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Das ist meine ganz klare Definition, du hast es erkannt, oder so klar ist sie gar nicht. An einem Beispielset habe ich dir erklärt, wie ich das sehe, wann Alkohol zum Suchtproblem wird und wann nicht. Ich wünsche mir natürlich, dass du trotzdem weiter Spaß hast an Alkohol. Und ich habe heute was zum Probieren, was Besonderes zum Probieren mitgemacht. Hier, schicke Verpackung. Guyana Skelden, ja, das ist was ganz Besonderes. Ich sage von vornherein, es geht hier nicht um einen Rum für einen Einsteiger und auch nicht für einen Fortgeschrittenen. Wir sind hier ganz klar beim Experten angelangt, der wirklich, wirklich
das Endziel hat, sozusagen. Das Endziel im Rumgeschmack erreichen, die besten Rums der Welt zu schmecken, zu erleben, am besten mit Freunden zusammen, habe ich schon gesagt. So, was haben wir denn hier? Warum habe ich den überhaupt... Ups, fällt hier auch noch raus. Das ist gar nicht meine Absicht gewesen. So, guck mal. Erstmal haben wir hier ein schickes... Das Cover ist eine dänische Künstlerin. Ja, sieht ziemlich schick aus. Und du kannst jetzt reingucken. Du siehst, dass hier oben eine kleine Flasche ist und dass hier unten eine große Flasche ist. Groß, halber Liter, ne? So, ich habe sie hier nochmal. Musste ich doppelt probieren. So. Was haben wir denn? Guyana Skelden. Wir haben hier oben einen ungereiften Rum, quasi das Ausgangsdestillat. Und dann haben wir hier einen gereiften Rum, das Enddestillat mit der Reifung. So kannst du zu Hause für dich schmecken. Und ich finde das fantastisch, den weißen Rum und den goldenen Rum nach der Reifung. Und der Rum ist auch gar nicht so alt, sondern ich glaube 20, 21, 24 Monate, irgendwie sowas dazwischen, wurde in Eichenfässern, amerikanischen Eichenfässern gelagert, also auch gar nicht so viel Spielkram dabei, was mir gefällt. Und ich erinnere mich immer an meine Whisky-Reise in Schottland, wo ich, weil ich auf weißen Rum stehe und auch auf weißen Whisky, den es ja nicht gibt, darf nicht so heißen, Whisky gibt es erst nach Definition, wenn er so und so lange im Fass gelegen hat, 2 oder 3 Jahre, je nach Land und Regeln, in Europa 3 Jahre. Und ich wollte immer den weißen Whisky schmecken, den White Dog, den New Mac von einer Distille, um das grundsätzliche Geschmacksprofil zu erleben, kennenzulernen, schmecken zu dürfen. Das war mein Begehr. Ich liebe weißen Rum und je länger du dich mit Spirituosen beschäftigst, desto mehr zieht es dich vor allem beim Rum auch in den Weißen. Irgendwann erkennst du an, wie fantastisch das ist, weil da auch so viel Aroma drin ist. Und das haben wir hier. Skelden, sehr rarer Rum aus Guyana. Und Skelden ist für mich einer der besten Rumsorten, die es gibt. Hat für mich diesen unvergleichlichen Kaffeeton drin. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Kaffee, Mokka, vielleicht sogar Teile dunkle Schokolade und ein ganz bisschen minimal Orange. So, das haben wir also hier. Große Flasche, kleine Flasche. Die Reifungsunterschiede kannst du schmecken, erleben. Und diese Idee finde ich einfach großartig. So, haben wir hier so, kannst du das sehen? Ja, jetzt habe ich heute meine Kerze gar nicht angemacht. Na, sowas. So, ich nehme mal nicht so viel. Glasstopfen finde ich auch schmucke. Der stammt übrigens vom Rum for You. Hier so, ne? Rum for You, dänischer Hersteller. Warum erzähle ich das überhaupt? Naja, weil es keine bekannte Marke ist. Ja. Ist mehr so ein besonderes Randprodukt, würde ich sagen. Für Nerds, für Fans. Wenn du also in diese Richtung gehst, dann kann ich dir das nur empfehlen, das mal zu machen. Und gerade in der Unterschiedlichkeit von nicht destilliert zu destilliert zu nicht gereift zu gereift. Danke, jetzt habe ich es. Oh, fantastisch. Das Schöne ist, wenn so ein Rum, erstmal ist es ja kontinental gereift, also hier in Europa. Und das bedeutet immer Kontinentalreifung. Kannst du mal die Unterschiede hier im Video schauen. Genau. Bedeutet, es reift insgesamt langsamer als in der Karibik. Durch die Temperaturunterschiede. Und jetzt hast du vor allem die dreckigen Noten nach oben gehoben. Gar nicht mal so die fruchtigen. Aber auch immer milder. Und das bedeutet, ein Rum, der in der Karibik 2 Jahre reift, ist weniger mild in dem ganzen Gefühl als ein europäischer Rum, der 2 Jahre reift. Da passiert deutlich mehr in der Weichheit, in der Milde. Dafür gehen die fruchtigen Noten auch nach unten. Ein Rum, der 2 Jahre in der Karibik reift, ist deutlich fruchtiger als ein Rum, der 2 Jahre in Europa reift, selbst wenn es das gleiche Ausgangsdestillat ist. Das heißt, das Skelden geht also runter in seiner Fruchtigkeit. Das kannst du erleben, indem du den puren Rum probierst. Der ist ja nicht verändert. Und
hebt dann die Milde an, 2 Jahre reicht in der Regel schon. Wir haben hier übrigens Fassstärke, ne? Von 64,8. Jo. No sugar added, ist klar. Muss ich nicht erzählen. Jeder Nerd weiß das. So, wir wollen mal gucken. Ich habe hier schon ganz klar das Vanille-Karamell-Aroma einer Weißeiche. Am Gaumen hast du die frischen Noten des ungereiften Rums noch zu einem großen Teil erhalten. Diese Kaffeenote, boah, Wahnsinn. Und dann kommt ein bisschen Vanille-Karamell dazu. Eine fantastische Mischung. Hm. Wirkt fast schon süß, wenn man ihn nur vorne auf der Zungenspitze rollt. Karamell, Kaffee, wahnsinnig gut. Irre das Ding. Ich finde es richtig, richtig, richtig gut, vor allem, weil man das Geldenrum auch nicht an jeder Ecke kriegt. Dänische Firma, du musst auch auf eine dänische Website, wenn du da bist, aber ich glaube, wenn du den bestellen willst, kriegst du auch das hin. Ich meine, die Fragerei und zur Not haben wir Google-Übersetzer, ne? Dürfte nicht so schwer sein. Also, meine Empfehlung tatsächlich, wenn du mal Bock auf sowas hast, auf sowas exorbitant Geiles, dann schaff dir mal so eine Flasche. Kannst du richtig was erleben, Genuss nämlich. Nimm dir Zeit dafür, mach das in Ruhe, teil das Erlebnis mit Freunden, mit deinem Schatz, mit wem auch immer, denn Glück und Genuss verdoppelt sich, wenn man es teilt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Einen schönen Start in die Woche. Und wir sehen uns nächsten Sonntag schon wieder. Dann mit einem weiteren Teil der Länderreise. Ich fliege von Trinidad nach Norden und besuche die nächste Insel. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute. Bis dann.